Mitte des Monats, Juni, das heißt wieder ein kleines Garten-Update, beziehungsweise ich zeige euch auch ein bisschen von meinem Acker und dieses Mal möchte ich halt im Vergleich zu den anderen zwei Videos beziehungsweise Garten-Updates möchte ich einfach vornherein jetzt vor der Kamera etwas sagen und dann danach einfach so eine Art Montage zeigen, was sich genau im Garten dann alles getan hat. Also bleibt dran. Der Sinn ist immer strömend, aber er läuft in seinem Wirken doch nie über. Ein Abgrund ist er wie der Ahn aller Dinge. Er mildert ihre Schärfe, er löst ihre Wirrsale, er mäßigt ihren Glanz. Er vereinigt sich mit ihrem Staub. Tief ist er und doch wie wirklich. Ich weiß nicht, wessen Sohn er ist. Er scheint früher zu sein als Gott. Rat, Posner Comics, meine Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Road to 70. Und wie immer, ein neues Garten-Update im Juni. Und den letzten Monat, was ich so ziemlich stark geplagt worden bin, waren einerseits Schnecken. Und das hat einerseits daran gelegen, dass jetzt die letzten Tage sehr stark geregnet hat. Und deswegen die Schnecken dann vermehrt gekommen sind. Vor allem auf dem Acker haben sie mir viele Sachen weggefressen. Zum Beispiel den Grünkohl, die Salate, also Kopfsalat haben sie mir zum Beispiel weggefressen. Oder Lolo Rosso. Und den Rotkohl haben sie mir auch zum Teil angefressen. Sowie die Tomaten, ein bisschen an die Früchte der Zucchini sind sie auch rangegangen. Und an der Tamarillo waren sie auch dran. Habe ich versucht, ein paar Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Einerseits Urgesteinsmehl habe ich im Internet gelesen, soll helfen. Oder Kaffeefilter, also gebrachte Kaffeefiltersätze. Oder Humus, weil die Schnecken diesen krümeligen Boden zum Beispiel nicht mögen. Habe ich auch ein anderes Video gesehen, der hat halt zum Beispiel dieses den Rest von seinem Kaffeefilter. Also diese Sätze hat er halt genommen, in sein Gießwasser reingeschüttet und damit seine Pflanzen zum Beispiel begossen. Das habe ich auch probiert. Weiß nicht, ob es geholfen hat oder nicht. Was ich von meinem regionalen Urproduzenten erfahren habe für einen Tipp ist, dass man zum Beispiel einfach mal ein Brett nehmen sollte, ein großes viereckiges Holzbrett und das immer schön feucht hält und das einfach zwischen die Beete zum Beispiel legt oder auf den Rasen und wenn es dann warm ist oder die Sonne scheint, dann ziehen sich da die Schnecken zurück und dann kann man sie eigentlich ziemlich gut absammeln. Den größten Fehler, den die meisten Leute machen, ist zum Beispiel die Schnecken einfach mal mit dem Messer töten oder sowas. Da ist halt das Problem, dass halt die Schnecken ihre eigenen Leichen zum Beispiel fressen, also ihre eigenen Artgenossen, um halt sozusagen diese Verwesung oder die Fäulnis wegzubekommen. Das ist allgemein so, dass Schnecken allgemein auf Fäulnisgerüche reagieren und das ist einfach ein natürlicher Mechanismus, sag ich mal, weil das ist einfach von der Natur so vorgesehen, dass halt die Schnecken schwache Pflanzen, die sowieso nicht stark werden, sozusagen auffressen, mit ihrem Schneckenschleim für guten Humus sorgen. Und da ist es halt dann so, wenn dann die Wurzeln oder die Pflanze allgemein zu schwach ist, dann geht halt die Schnecke an die Pflanze und ja, bedient sich ihr und versucht halt diesen natürlichen Kreislauf zu erfüllen. Da ist es halt auch wichtig, die Pflanze gut zu stärken, also so 7 bis 10 Tage, bis halt die Pflanze stark geworden ist, dann tut die Schnecke in der Regel die Pflanze meiden. Weitere Tipps, die ich jetzt zum Beispiel durch den Nutzgarten Online-Kongress erfahren habe, also den Kongress kann ich wirklich empfehlen, den kann ich mal vielleicht in der Videobox verlinken, den Link. Und da habe ich schon sehr viele interessante Sachen erfahren, zum Beispiel, dass du zum Schafswolle auch
gegen Schnecken hilft, weil sie sich da nicht mehr so gut fortbewegen können. Da kann man zum Beispiel damit mulchen. Das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich erfahren habe. Und dass man die Brennnesseljauche nicht unbedingt an Tagen sprühen sollte, in denen es dann anfängt zu regnen, weil die Brennnesseljauche ist ja eine Verwesung, also Fäulnis, deswegen stinkt die auch so und deswegen kommen dann auch die Schnecken. Und da habe ich einen Tipp von der Astrid spät in der, im Interview erfahren, dass man zum Beispiel einfach Brennnessel-Smoothie nehmen kann. Einfach Brennnessel sofort schneiden, in einen Hochleistungsmixer ansetzen, mit Wasser begießen und dann direkt verdünnt mit den Pflanzen zugeben. Da sind die Nährstoffe direkt verfügbar und sie sagt, nach 3 bis 5 Tagen soll dann schon die ersten Anzeichen kommen. Ist halt genauso wie die Jauche, aber ohne das Fäulnis, ohne den Fäulnisgeruch und den Nebeneffekt. Ein weiterer Tipp, weil sie sich auch sehr für die Tomaten interessiert. Im Interview hat sie erzählt, dass sie 60 Tomaten angebaut hat. Dass man sie zum Beispiel, weil sie ein Fan von den effektiven Mikroorganismen ist, um das Gleichgewicht natürlich zu erreichen, habe ich ja auch schon mal ein Video zu den Pilzen und den Mikroben gemacht. Das kann ich euch auch verlinken. Da hat sie zum Beispiel erwähnt, dass halt die Kraut- und Braunfäule bei Tomaten ist eine schlimme Krankheit und dass man die mit den effektiven Mikroorganismen ziemlich gut eindämmen kann. Das ist eigentlich recht logisch, weil das natürlich auch eine Pilz ist, die Braun- oder Krautfäule, und die Mikroben, die effektiven Mikroorganismen, setzen sich zum Beispiel dann an die Wurzeln oder die Blätter an und nehmen halt sozusagen den Platz von den Pilzsporen weg, die halt dann auftreten, wenn es vermehrt regnet und die Tomaten nicht genug ausgegeizt werden, einen schlechten Standort haben und nicht genug Wind und eine gute Durchlüftung haben. Und da hat sie zum Beispiel einen Tipp gegeben, dass man am Abend, weil die Mikroorganismen sehr UV-empfindlich sind, dass man am Abend zum Beispiel die Tomaten besprüht. Also zum Beispiel in der Sprühflasche ganz fein verdünnt, diese besprüht und schon mal über die Nacht dafür sorgt, dass die effektiven Mikroorganismen an die Pflanzen, also Blattpflanzen, ranlegen und hier den Platz für die Pilzsporen zum Beispiel verwenden. Ein weiterer Tipp, den sie gegeben hat, ist, dass man immer in der Früh geizen sollte, weil am Abend die Gefahr ist, wenn es halt stark warm war, dass man halt dann hier eventuell Haut von der Tomate mit runterreißt, und wenn dann die Wunde offen ist, dann ist sie wieder anfällig für Pilzkrankheiten. Und einfach das sozusagen als Vorbeugung, natürlich auch wieder ein bisschen auslichten, dass es halt nicht ganz so buschig und dicht ist. Und ein weiterer Tipp gegen Schnecken auch allgemein ist, dass man früh morgens gießen sollte, also nicht am Abend, sondern einfach am Morgen. Mag die Pflanze sowieso besser. Genau, das waren so überwiegend die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, also allgemein die Schnecken. Und mich viel mit dem Gärtner, halt auch mit dem Nutzgarten und dem Kongress auch beschäftigt, hier interessante Themen auch mitbegriffen. Und dann möchte ich euch einfach mal jetzt so meinen in der Montage einfach so zeigen, wie sich bei mir alles im Feld oder auf dem Acker getan hat. Also das ist einfach, könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder habt, das überwiegende Teil ist einfach zusätzlich gewachsen. Ich habe jetzt nicht viel zusätzlich dazu angebaut. Vielleicht ein bisschen Blumenkohl, Rosenkohl, aber das werdet ihr dann auch später sehen. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal eine Fotomontage machen. Und einen Punkt, den ich jetzt auch noch anmerken muss: Die Kirschsaison hat schon mal begonnen, das ist sehr gut. Und die Erdbeersaison ist zwar nicht zu Ende, aber bei mir auf dem Selbstpflückerfeld ist es leider schade, dass die Leute nicht mehr so viele Erdbeeren pflücken gehen. Die Folge davon ist, dass halt die älteren Erdbeeren einerseits überreifen und auch hier anfangen zu schimmeln und Pilze sich bilden, weil natürlich auch die Anbaumethode von Erdbeeren nicht so optimal sind. Normalerweise mag die Wilderdbeere Steine, also einen Steinuntergrund, und
möchte nicht so den Bodenkontakt haben und auf den Feldern ist es halt hier wieder auf Ertrag ausgesehen. Und dann wird halt hier oftmals Stroh und Heu ausgelegt und dann wird halt zu viel Stroh oder Heu ausgelegt und die Erdbeeren kommen dann auf Bodenkontakt oder unterhalb des Heuhaufens und fangen an zu schimmeln. Und da ist halt das Problem, weil die Leute nicht genug pflücken, wird eine Erdbeere faulig, steckt die anderen an und alle Guten, die noch nachkommen, werden dann auch dementsprechend faulig und schlecht. Das ist halt auch schade, aber man kann halt nichts machen. Dann sag ich mal, ich hätte noch gedacht, dass ein, zwei Wochen die Saison anhält, aber da, wo ich halt die Erdbeeren pflücke, wird man vielleicht noch bis Mitte dieser Woche noch Erdbeeren pflücken können, aber sonst schaut es eigentlich relativ schlecht aus. So, dann werde ich mal die Fotomontage machen und euch einfach mal von meinem Garten und meinem Acker zeigen, was sich so getan hat. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Spasiba za prosmotre. Und wie immer würde ich mich freuen über eine positive Bewertung, über einen Kommentar. Und ja, genießt einfach die schöne Zeit, den Sommer, die schöne Gartenluft. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw 270. Bis dahin. Ciao.